Von Crailsheim bis an die chinesische Mauer und das mit einem PS. Ich erzähle Ihnen jetzt nicht die Geschichte vom Pferd, sondern das ist genau das, was mein heutiger Gast vorhat. Ich sage herzlich willkommen Jürgen Dierigl aus Nürnberg und herzlich willkommen bei Wir in Bayern an diesem Mittwoch. Die Geschichte ganz kurz. Auf dem Pferd bis nach China. Das hast du vor. 18.000 Kilometer, die neue Seidenstraße folgend bis nach China. Das haben wir vor. Das ist unfassbar. Hat es jemals jemand gemacht? Also ist jemand so weit mit dem Pferd geritten? Es ist tatsächlich mal jemand um die Welt geritten. Der hat sogar fast unsere Route genommen, die wir auch nehmen. Das war allerdings schon vor 20 Jahren. Da gab es noch kein Netz. Der hat noch viel mehr recherchieren müssen als wir vorher. Wir reden heute ausführlich darüber, also wie man überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu planen. Aber zuerst würde mich interessieren, also wenn ich 20 Kilometer mit dem Radl fahre, dann tut mir der Allerwerteste weh. Wie machst du das bei 18.000 Kilometer auf dem Sattel? Muss dich völlig enttäuschen. Ich bin jetzt 1.000 Kilometer das grüne Band geritten. Mir hat kein einziges Mal der Hintern weh getan. Echt? Der Herrgott hat mir einen guten Hintern gegeben quasi. Mal Hornhaut irgendwann ausgebildet oder ja, so. Das sind die Basics. Wie lange seid ihr da unterwegs? Also wir könnten das in 2,5 Jahren machen, aber da wir unterwegs ja journalistisch arbeiten wollen, Geschichten der Menschen erzählen möchten, bleiben wir auch mal 2 Wochen an einem Ort. Also wir sind nach hinten offen. 3 bis 5 Jahre wird das dauern, denke ich. Das ist super entspannt. Das ist immer dann entspanntes Reisen, also wirklich. Das ist Rücken eines Pferdes. Entschleunigung pur, ja, deshalb auch mit dem Pferd. Wann geht's los? 22.02. 5 Wochen noch. Ist ja nicht mehr lang hin. Nee, wird auch Zeit. Hast du schon Lampenfieber? Nee, eher so. Ich bin schon in Aufbruchstimmung und kann noch nicht los. Also ich bin hibbelig. Also warum du das machst und die Geschichte ist wirklich hochinteressant. Darüber reden wir ganz ausführlich heute. Erstmal schön, dass du da bist. Okay. Wir lassen uns das jetzt nochmal auf der Zunge zergehen. Du reitest auf dem Pferd von Crailsheim bis nach China. Also so ist der Plan. Naja, du bist noch nicht losgeritten, logischerweise. Aber es ist gar nicht mehr so lange hin. Also, in 5 Wochen, ja. Ende Februar. Ende Februar. Wir planen jetzt 2 Jahre und jetzt muss es auch losgehen. Weil wir gerade beim Salat waren, wie ernährt man sich da unterwegs? Also wir nehmen keinen Salatautomaten mit. Der wird nicht aufs Pferd passen, ja. Wie ernährt man sich unterwegs? Wir haben ein Begleitfahrzeug dabei. Also ich habe ein Begleitfahrzeug dabei. Und da wird gekocht. Jeden Abend. Da sieht man gerade die Truppe. Also da sieht man die Truppe, ja. Den Allerwichtigste ist ja das Pferd. Ja. Wie heißt es? Das ist der Pö. Der Pö. Ja, das ist der Pö, aber da haben wir jetzt eine Änderung momentan, weil Pö hat nach unserer Tour, die wir jetzt als Vorbereitungsritt gemacht haben, ein Muskelproblem, das gar nichts mit der Tour zu tun hat, sondern das eigentlich schon uralt ist. Ja. Und da müssen wir jetzt aufs Ersatzpferd quasi umsteigen. Okay, und Pö kommt dann später vielleicht dazu? Das wollen wir sehen. Ist Pö französisch, oder? Pö ist, genau, heißt kleiner, ne? Klein? Ja. Was für Rasse ist das? Ich kenne mir so überhaupt nicht mit Pferd. Also Pö ist jetzt ein Andalusier tatsächlich, also ein spanisches Pferd. Und Aldinay, die jetzt mitgeht, das ist eine Rasse, die aus Aserbaidschan kommt. Also das ist quasi so ein richtiger kleiner Araber, so Laufpferd. Es ist, also allein diese Strecke sich vorzustellen, fast 18.000 Kilometer auf dem Rücken eines Pferdes, das ist so ein unglaubliches Wagnis für mich. Und so ein großes Abenteuer, das muss ja Schwierigkeiten geben. Also hast du jetzt schon in der Planung für die Reise gemerkt, hoppala, wird nicht so einfach? Also wir haben tatsächlich gemerkt, dass zwei entscheidende Sachen, also diese Ecke da unten, Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan, da sind die Geschichten für Equiden. Also Equiden sind Pferde, Esel, alles, was halt so ausschaut wie ein Pferd. Das ist die Gruppe der Equiden. Die haben da tatsächlich mit der Quarantäne große Probleme oder machen große Probleme. Was heißen soll, dass Menigstan will um die 10.000 Euro haben. Ach. Was man so hört, wenn die dich überhaupt reinlassen. Das heißt, du brauchst immer irgendwie auch einen Plan B. Aber das musst du vorher wissen, oder? Naja, vorher kannst du es ja nicht wissen, weil da sitzt du dann mit Grenzern. Zur Not musst du halt dann 2 Wochen so lange an der Grenze sitzen, bis du es einmal geschafft hast, die unter den Tisch zu saufen, und dann lassen die dich meistens weiter. Also da muss man ein bisschen pragmatische Lösungen finden. Also erst mal hin. Du kannst Turkmenistan auch nicht vorplanen. Du kannst jetzt nicht von hier aus sagen, ich hole mir jetzt mal Visas und Kanäs und dann reiten wir da durch. Ich dachte schon. Also ich dachte wirklich, du musst es am Reißbrett planen und sagen, da wird schwierig, das muss ich wissen. Da brauche ich ein Visum.
Nee. Aber du, also du gehst da die Basis richtig mutig ran. In der Planung haben wir jetzt gesehen, die Basis dieser Planung ist tatsächlich Unbedarftheit. Unbedarftheit? Also einfach mal hinreisen zur Notkäst, halt um und reist 4000 Kilometer zurück und gehst dann über Kasachstan. Also das muss man jetzt mal sehen. Ich denke, wir werden ankommen. Mhm. Die Frage ist wann, aber wir haben ja Zeit. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Genau. Dass ihr keinen Zeitdruck habt. Also wenn es 2,5 Jahre dauert, dann ist gut. Aber es ging auch länger. Es ging auch länger. Sag mir, die alles entscheidende Frage ist, die ich mir schon die ganze Zeit stelle, wie kommt man auf die Idee, mit dem Pferd nach China zu reiten? Ich wollte ursprünglich das Ganze mal mit so einem Expeditionsmobil machen, das jetzt ja mal Begleitfahrzeug ist. Ja. Und dann kam mit einer neuen Freundin das Pferd ins Leben. Die neue Freundin ist mittlerweile weg, das Pferd ist noch da. Ja, was jetzt tun? Also, die dann Freundin halt ist weg, aber das Pferd ist geblieben. Ja, was nicht grundsätzlich heißt, dass Pferde treuer sind wie Frauen. Ne? Also, wollte ich nicht darauf hinaus, aber dann hat man ein Pferd, aber dann plant man noch keine Reise über 18.000 Kilometer, oder? Die Reise war ja schon geplant und da das ja auch eine Reise sein soll, in der wir die Geschichten der Menschen erzählen. Wir wollen weg von dem China-Projekt, weg von dem China-Bashing oder von dem, sondern wir wollen einfach ganz neutral, nicht die geopolitische Geschichte Neue Seidenstraße uns anschauen, da wissen wir alle, was Russland da vorhat, sondern wir wollen uns angucken, die Menschen an dieser Route, was treibt die an, was bewegt die, wie leben die, wie partizipieren die von dieser Seidenstraße, wie verlieren die an diesem Projekt. Und diese Geschichten wollen wir erzählen. Deshalb haben wir kein Zeitlimit, weil Geschichten kannst du nicht in limitierter Zeit erzählen. Und zum Zweiten deshalb auch die Route Neue Seidenstraße. Und das ist hochspannend. Vor allem, wenn man auf die Art und Weise reist, also auf dem Pferd, auf dem Rücken eines Pferdes, dann hat man Zeit und dann lernt man die Menschen kennen. Aber genau. Es gibt ja noch einen anderen Antrieb, also einen guten Zweck, den diese Reise eigentlich verfolgt, gell? Ja, also da müssten wir jetzt auch nicht unbedingt mit dem Pferd reisen, da könnte man auch laufen. Mhm. Aber ganz wichtig ist uns, das ist jetzt einer privaten Geschichte geschuldet, einem privaten Erleben geschuldet, dass ich im direkten Bekanntenkreis, sehr guten Bekanntenkreis, konfrontiert war mit der Diagnose Blutkrebs. Mhm. Dann der Chemo, die darauf folgt, die Horror ist, Blutkrebs, ja. Chemo. Ist tatsächlich Horror. Und wenn die Menschen diese Chemo überstanden haben, haben sie nur eine Chance, um zu gesunden. Und das ist die Stammzellenspende. Mhm. Und ich war völlig auch da unbedarft. Ich war kein Blutspender, ich war kein Organspender. Ich habe mir um Stammzellenspende nie Gedanken gemacht, wie es halt oft so ist, bis du selber betroffen bist. Und jetzt haben wir uns zur Aufgabe gemacht, 10.000 neue Stammzellenspender zu finden und die divisieren zu lassen. Super. Und es ist so einfach, also was immer noch nicht alle wissen. Also eigentlich brauchst du nur Wattestäbchen, um diesen Abstrich zu machen. Das ist so einfach. Das ist Teil dieser Reise, also dass du... Es ist Teil dieser Reise und es macht auch sehr wohl Sinn, die auf dieser Reise zu suchen, denn auch das wissen die meisten nicht. Es ist nicht nur so, dass man mit zwei Stäbchen im Mund sich typisieren lassen kann, sondern die Stammzellen, die in der deutschen Stammzellenspenderkarte eingetragen sind, die sind nicht nur für deutsche Empfänger da. Sondern die gehen in die ganze Welt. Das heißt, wenn wir im Iran mit einem Onkologen sprechen werden, was wir tun werden, und mit Patienten dort, dann redet auch der deutsche Stammzellenspender, der in Deutschland nicht passt, sondern vielleicht auf den Iraner passt, der redet dann im Iran leben. Und die Geschichten, das sind auch die Geschichten, die wir so schön erzählen können, wenn wir unterwegs sind und dieses Thema immer wieder halt ein Stück weit weiter treiben und somit auf die Reise nehmen. Das ist schon genial. Wie ist das mit Verständigungsproblemen? Also du wirst jetzt nicht alle Sprachen der Länder kennen, durch die ihr da reitet. Ja gut, ich habe Iris dabei und Iris hat eine Gabe. Was bei mir der gute Hindernis ist, bei Iris die Sprachen, die spricht 5 Sprachen. 5 Sprachen kann ich? Das ist ja genial. Da sieht man euch schon, die Truppe, in wechselnder Besetzung, so wie es jetzt im Moment ausschaut. Mhm. Also ihr werdet diese Reise da gemeinsam absolvieren. Und wir haben noch ein paar Bilder, also auch bewegte Bilder, die du gerne mal beschreiben kannst, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, was da alles passieren wird. Ja, das ist jetzt das Projekt, was schon steht. Das war jetzt Kasachstan. Das ist jetzt schon China. Zu China kann man dann auch noch ganz viel sagen. Da kommen wir nämlich mit dem Pferd zwar rein, aber nie wieder raus. Da hat sich auch schon was ergeben. Normalerweise geht der Pö, den wir hier sieht, könnte zwar mit nach China, aber wir würden ihn nicht mehr rauskriegen. Das ist jetzt das Begleitfahrzeug. Das ist so ein Expeditionsmobil. Ja. Das heißt, da werdet ihr dann schlafen, übernachten? Und da werden wir schlafen oder auch Gäste beherbergen, die ein Stück weit mit uns reiten. Ja, und wir hatten tatsächlich Spaß. Ja, das ist super. Das war jetzt Vorbereitungsritt Grünes Band, da waren wir.
unterwegs und haben mal unsere Logistik getestet. Und da sind eben jetzt diese Bilder auch entstanden. Irre. Sag mal, und das Pferd kann diese 18.000 Kilometer, also welches der beiden Pferde es jetzt auch immer sein wird, absolvieren? Also Pferde sind erstmal Lauftiere und es gibt einen schönen Satz. Das Glück der Pferde ist der Reiter auf der Erde. Das heißt, es wirft dich ab. Nein, es wirft mich nicht ab, aber es freut sich sehr drüber, wenn der Reiter nicht immer hinten auf dem Buckel hockt und ihm irgendwie sagt, was zu tun ist. Das heißt, ich habe tatsächlich jetzt gemerkt, als wir die 1000 Kilometer geritten sind mit 30, 40 Kilometer Etappen am Tag, dass ich möchte ja, dass das Pferd und ich diese Reise erleben, sonst müsste ich ja kein Pferd mitnehmen. Und das Pferd erlebt relativ wenig Reise, wenn du ständig oben drauf sitzt und es kommt irgendwas von oben. Mhm. Wenn du allerdings mit dem Pferd Gassi gehst. Das sieht man ja oft. Sieht man oft, dass Reiterinnen und Reiter das Pferd an der Leine führen, sozusagen. Das Pferd hat dann zwei Aspekte. Einmal hat es die völlige Sicherheit, dass du neben ihm läufst. Mhm. Und zum Dritten kommt halt kein Befehl mehr, sondern es kann sich wirklich frei entfalten. Was mega ist, wenn du durch so einen Wald läufst und gerade den Berg hoch und dann kommst du raus und du siehst diese Weite, dann haben wir Menschen das ja, dass wir, boah, guck mal, so Pferde haben das auch. Aber das siehst du nicht, wenn du oben drauf sitzt, weil das Pferd gar keine Zeit hat. Dann kommt was und das Pferd tut halt. Aber dann siehst du da ein Pferd stehen, das macht, was wir machen. Du siehst richtig, dem geht die Klappe auf und er schaut mal so wirklich in die Weite. Und das ist das Erleben, was auch das Pferd haben soll. Wir haben alle was davon. Viel Laufen und viel dieses Beziehungsmanagement Pferd-Mensch, das ist ganz wichtig. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Das Glück der Pferde ist der Reiter auf der Erde. So sagst du das. Das Jürgen Dierigl ist da aus Nürnberg, der Unglaubliches vorhat, eine Reise von Crailsheim bis nach China. Das sind knapp 18.000 Kilometer, fast ohne Zeitlimit, wie du vorher gesagt hast, so also zwischen 2,5 und 4 Jahren seid ihr unterwegs. Was ich mich gefragt habe, warum Crailsheim? Du bist ja aus Nürnberg. Warum startet ihr in Crailsheim? Damit der Titel passt. Der Titel? Ja klar. Welcher Titel? Vom Ländle ins Land der Mitte. Ach so. Ja, also wir hatten, das Pferd stand durch die eben besagte Freundin ursprünglich auf der baden-württembergischen Seite im Stall. Und da haben wir mit der Planung begonnen. Und dann ist mir natürlich eingefallen, wir reiten vom Ländle ins Land der Mitte. Mhm. Und den Titel wollt ihr nicht mehr hergeben. Ja, also müssen wir jetzt vom Ländle ausreiten. Hilft ja nichts. Verstehe. Das ist übrigens auch die Geschichte, falls ihr das vorher, da sieht man, Pö. Also der Kleine, französisch, das Pferd. Das Pferd ist geblieben, die Freundin war weg, so ist es losgegangen. Und dann kam eben die wirklich geniale Geschichte dazu, dass du gesagt hast, ich möchte es verknüpfen. Ich möchte werben dafür, für diese Stammzellenspende, wie einfach das ist. Und dass es eigentlich ein weltweites Problem ist und es aber auch eine weltweite Lösung gibt. Das finde ich wirklich fantastisch. Ja, und man muss dazu sagen, und das ist das, was sich jeder, der sich mal informieren will, kann das im Netz tun, dass diese Leute halt wirklich diese Horror-Chemo durchlaufen, wo der ganze Körper gekillt wird, erstmal, damit überhaupt eine Stammzellentransplantation möglich ist. Und wenn die dann nicht möglich ist, dann ist alles kaputt. Und diese Chemo nimmt ja nicht nur die Patienten mit, sondern auch die Angehörigen. Und wenn du das einmal erlebt hast, wie ein Mensch sich kaputt macht und welcher Wille da dazugehört, und der steht dann mit nichts da zum Schluss, das ist das, was uns da halt antreibt. Ja, und das ist wirklich gut so, dass ihr euch dafür einsetzt. Wir schauen uns jetzt nochmal auf der Karte an, was das für eine Mammutstrecke ist, also was ihr da vorhabt. Also da gibt es ein Foto, das allein schon, also nur vom Anblick, wenn man dieses Foto sieht, klar macht, wo ihr da überall unterwegs seid. Wie viele Länder sind das? Also das sind jetzt Grenzübertritte, wenn wir die Strecke so anschauen, sind es jetzt hier so 15, wobei wir auch ob der Corona-Situation im übernächsten Jahr dann, also quasi nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, Anfang des Jahres, könnten wir uns, wenn wir hier in Moskau die Schleife machen, könnten wir uns entscheiden, diese 8 Länder da unten rum, also dann wirklich Türkei, Iran, Irak, dann hoch Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan und so, die könnten wir alle auslassen und könnten einfach gerade rüber über Kasachstan und dann in die Mongolei gehen. Mhm. Das muss man jetzt halt, wie so vieles auf dieser Reise, mal dann entscheiden, wenn wir so weit sind. Also ihr werdet flexibel, um es mal so zu sagen. Ja, ganz unwichtig ist, wenn du hast vorher gesagt, man muss unbedarft rangehen.
Was ja im klaren Widerspruch, also ich dachte, man muss es bis aufs Detail planen und du sagst, je unbedarfter, desto besser. Ja, aber wir gehen, da geht ein alter Mann, ein junges Mädel, das gerade nicht verliebt ist und ein Pferd los. Aha. Und die Konstellation sollte irgendwann in China ankommen in 4 Jahren. Da kann so viel passieren. Deshalb immer die Grundgeschichte, die ich auch zu jedem sagen kann, der irgendwas vorhat und in irgendeiner Form Angst hat. Ja. Tu es einfach und mach dir über die Brücke immer erst Gedanken, wenn du vorm Fluss stehst. Ja. Weil sonst tust du es nicht. Das sind ganz, ganz viele, die solche Sachen vorhaben. Aber dieser Sprung ins kalte Wasser ist halt schwer. Jetzt hast du ja eine Generalprobe hinter dir. Also hast du es vorher kurz angedeutet, das grüne Band. Das war der Proberitt sozusagen. Erzähl mir, wo ihr da unterwegs wart. Also wir sind in den Hof gestartet und sind dann eben das grüne Band, die ehemalige deutsch-deutsche Grenze, entlang bis Lübeck geritten. Wie viele Kilometer waren das? 1018 waren es dann zum Schluss. Ein bisschen weniger 900. Jetzt, also 18.000. Gell? Aber in einem viel kürzeren Zeit. Also wir haben wirklich hier nur 5 Wochen Zeit gehabt und mussten die 30 oder 35 Kilometer Strecke pro Tag auch durchziehen. Wie lief die Generalprobe? Also was für mich ganz spannend war, ich war in 2 Tagen in einer komplett anderen Welt, nämlich in diesem Flow. Aha. Also alles war weg, alles war abgefallen. Andere, die viel reisen oder lange reisen, sagen ja, du musst erst einmal 3 Monate reisen, bis du den Tag nicht mehr weißt. Also ich habe nach dem 2. Tag schon einmal gewusst. Ja, und ich kam ganz schlecht wieder an. Also als ich dann in Lübeck war, ich habe schon Tage vorher hat's mich gegraut, dass ich jetzt wieder in meine Komfortzone muss und raus aus meinem Zelt. Also es ist. Du hast das schon vor der Ankunft vermisst. Ja. Kann man sagen. Ja, also ich habe gedacht, konnte mir jetzt gar nicht vorstellen, wieder 4 Wände und so. Also schwierig. Ich muss noch mal auf dieses Unbedarfte zurückkommen. Hast du denn jemals, ich meine, ihr seid in aller Herren Länder unterwegs. Teilweise stelle ich mir das auch gefährlich vor. Also Stichwort Kasachstan oder Grenzübertritte, Quarantäne. Es könnte alles Mögliche passieren. Hast du irgendwelche Erfahrungen vorher gesammelt mit Auslandseinsätzen, Extremsituationen oder ähnliches? Also ich habe jobmäßig ganz viel Erfahrung Ostafrika und da halt Somalia, Zentralafrikanische Republik, Südsudan. Also Gefahr kenne ich. Mhm. Und ich weiß aber auch, dass die größte Gefahr tatsächlich, und das klingt immer so blöd, wenn das Menschen sagen, die auch viel gereist sind und viel auf dieser Welt unterwegs war. Aber wenn ich in Nürnberg über den Blatter laufe, dann glaube ich, habe ich eine größere Gefahr, wie wenn ich durch diese Länder reise, die du gerade ansprichst, gerade Iran, Irak. Natürlich musst du gucken, wo gehst du hin und natürlich musst du gucken, dass du ein bisschen Sicherheit einhältst und nichts Dummes tust, aber im Prinzip mit klarem Menschenverstand und ein bisschen einer Planung, die schon nötig ist, funktioniert es schon. Warum dieses Ziel? Also du hast ja enge Verbindung zu Afrika, hast gesagt, du hättest jetzt auch von Crailsheim oder Nürnberg, was auch immer, Richtung Südafrika reiten können? Eigentlich, das war so Traum-Mongolei, ne? Also deshalb verlassen wir auch die neue Seidenstraße, die würde ja dann komplett durch China gehen. Mhm. Das machen wir nicht, wir gehen komplett durch die Mongolei, weil China ein Problem ist auch. Ja. Und weil ich halt immer in die Mongolei wollte und das Land der Pferde und der Reiter und einmal komplett. Das passt ja ganz gut. Wie schaut es zeitlich aus? Du hast vorher kurz angedeutet, also es dauert so lange, wie es dauert. Aber es könnte ja diverse Hindernisse geben, ob jetzt Grenzübertritte oder Krankheit, was ich um Gottes Willen nicht hoffe. Wann ist Schluss? Schluss ist, wenn wir sagen, es geht nicht mehr. Also wenn jetzt mit dem Pferd was ist, dann kann man das Pferd nach Hause bringen. Wir haben ein Fahrzeug dabei, wir haben Hänger dabei. Das Pferd kann jederzeit nach Hause, kann auch, wenn wir weiter weg sind, mit dem Flugzeug nach Hause. Dann muss man sehen, was man tut. Dann kann man weiter laufen, dann kann man einem mongolischen oder einem kasachischen Bauern ein Pferd abkaufen und kann weitergehen. Das wäre jetzt nicht der Grund, die Reise zu beenden. Aber wenn es jetzt im Team nicht mehr funktioniert oder wenn wir sagen, wir sind jetzt hier am Ende mit dieser Reise, aus welchem Grund auch immer, dann ist die Reise zu Ende. Ja. Also Scheitern ist bei jedem Projekt immer erstmal erlaubt, auch wenn ich weiß, dass du dann einen Ehrgeiz entwickelst, wenn du unterwegs bist. Aber Scheitern ist erlaubt. Scheitern. Aber ich finde es super, wie entspannt und gleichzeitig überlegt du an die Geschichte rangehst. Das ist wirklich hochspannend. Toi, toi, toi für deine Reise, wenn du dann Ende Februar aufbrichst auf dem Pferd Richtung China. Dankeschön. War super spannend. Man kann das natürlich auch verfolgen. Wir werden dich da weiter beobachten, wie es läuft. Hast einen Blog, einen YouTube-Kanal und ich drücke die Daumen.
Nach kinderreiten.de. Ja. Wir sehen uns morgen wieder beim Bayern los, bei Wir in Bayern. Ist ja gar nicht so lange her, ich glaube 2 Wochen, da gab es 150.000. Mal schauen, was unsere 2 Kandidaten da morgen erdrehen. Hier geht es jetzt weiter im Anschluss mit Abenteuer der Süden und Tom Meiler und Frankenschau-Aktuell mit der Julia Büchler. Schönen Abend im BR Fernsehen und bis morgen. Servus.